Auf Patrouille. Oh, noch eine Guardian Cannon. Okay. Kommt mal rüber hin. Wir haben sie auf dem Radar. Ach, und hier nerven die mich auch in Dingens. Komm, setz ab. Arbeiten wir zusammen. So. Schießen Sie los. Gebäude besetzt. Wir haben sie. Das war das. Reckoner bereit. Wir bringen euch hin. Flieg mal. Bin gleich da. Feindliche Einheiten in ja, Sicht. So. Einheit befördert. So. Dahin. Kann ich irgendwie auf zu den Kristallen. Und du ernte mal wieder. Okay, dann hatten wir das auch schon wieder. Ja, dann setzen wir den jetzt. Da fliege ich auch gleich. Dafür wurden wir ausgebildet. Patrouille bereit. Hab ich eigentlich schon wieder Phillips? Der Laden ist ja besser gesichert als Killian. Wir sie uns. Nein, ich hab nichts gesagt. Achso, das ist nach Killians. Nee, geht ja auch nicht. Transport? Alles klar. So, setz ab den Schrott. Einheit wird angegriffen. Auf Patrouille. Feuer! Lass den kaputt machen, mach. Einheit verloren. Mann, ey, ja, scheiße. Okay. Bin gleich dort. Fuck. Fuck. Ja. Fuck. Basis verstanden, wir greifen an. So, dann brauche ich ja noch einen. Hier. Ausbildung. Bau unterbrochen. Oh, ich breche mal. Irgendwas gesehen? Fliegen durch. Räder aus Stahl. Die Bruderschaft vertraut mir. Machen wir unseren Job. Dafür wurden wir ausgebildet. Koordinaten erfasst. So. Dann fliegen wir erst zu den und dann drüber. Dann sollte das passen. Carry all. So. Verstanden. Auf geht's. So, also man braucht doch effektiv. Natürlich kann man es ein bisschen schneller machen. Feindliche Einheiten in Sicht. Wenn man schneller auf Phantom-Gleiter geht, da die doch hier echt eine Übermacht sind. Was gibt's? Das muss man ganz klar sagen. Und die machen immer noch extrem Spaß, weil sie, wie gesagt, immer eine Übermacht sind. Also Lufthoheit hat man damit definitiv. Ich finde, die sind besser als die ganzen Lufteinheiten, die man von der GDI kennt. Vertrauen Sie mir. Die von der Squin sollte man Carry All ist unterwegs. Aber auch nicht unterschätzen. Die sollte man echt nicht unterschätzen. Da haben sie auf jeden Fall auch sehr, sehr stark. Dafür hat die GDI die stärkeren Landeinheiten, würde ich jetzt meinen, wenn man da die Railguns nimmt in Kombination mit ganz vielen Mammutpanzern. Ich denke mal, das sollte auch optimal sein. Nur ich brauche Silos. Aber braucht man nicht. Ich speichere hier, bevor er den letzten Schritt wagt. Außer ich muss die ganzen Basen und die Basis hier oben noch zerstören. Was ich aber mal nicht denke. Initialisiere Video-Uplink. Legion, die GDI ist uns technisch ab jetzt nicht mehr überlegen. Die Bruderschaft stellt dir in der Forschungsabteilung ein Arsenal neuer Waffen zur Verfügung. Du bist die Faust des Propheten. Friede durch Macht. Jawohl! Mission haben wir die Mission auch geschafft. Super. Gewonnen. Jetzt haben wir... Wir sind in Mission 6. Jetzt kommen wir in 7. 21 Minuten haben wir nochmal gebraucht. Weiter. Moment mal. Wie viel haben wir neu gesammelt? 47.000 Rohstoffe nur. Das haben wir alles. Haben wir auch. Und haben wir auch. Alexa, Korf, Bugs, Biografie. Ha. Das muss warten. Mein Vertrauen in dich hast du nicht enttäuscht, mein Kind. Wir haben endlich alle Technologien für unseren nächsten Schritt. Sobald die nordöstliche ASAT-Verteidigung der GDI neutralisiert ist, ist die Philadelphia angreifbar für uns. In Kürze trifft sich die Führung der GDI an Bord der Raumstation zu ihrem jährlichen Energiegipfel. Ein Mann allerdings muss sich verspäten. Redmond Boyle. Ein Politiker, der genauso gierig wie aufgeblasen ist. Wenn du die Schatzkammer der GDI plünderst, dann verlegt er seinen Flug zur Philadelphia. Ihr wollt, dass er überlebt? Oh ja, meine Teure. Wir wollen, dass Mr. Boyle die GDI in die Zukunft führt. Arbeite schnell, mein Kind. Es gibt viel zu tun.
Ihr beobachtet mich. Immer beobachtet ihr mich. Immer. Gar nicht wahr. Ich tue dich nicht beobachten. Nein, ich doch nicht. Alles, was glänzt. Der Prophet hat die Raumstation Philadelphia und das von dort gesteuerte Jungkanonen-Netzwerk zum primären Ziel erklärt. In wenigen Tagen wird Kane die Philadelphia und den GDI-Rat auslöschen. Ein Mitglied des Rates muss allerdings überleben, Redmond Boyle, der Schatzmeister der GDI. So seltsam es klingt, aber dieser inkompetente Dummkopf ist für Kanes Plan entscheidend. Er muss überleben, um Präsident zu werden und in die Falle des Propheten zu tappen. Ein Bergungsteam ist bereits unterwegs zum Finanzministerium der GDI. Zerstören Sie es und verhindern Sie Boyles Abflug. Das sollte kein Thema sein, außer es ist extrem geschützt. Ey, das sieht aber nice aus. Ich würde hier auch gerne so eine Betonmauer bauen können. Empfange Nachricht. Markieren Sie alle Kraftwerke der Stützpunktverteidigung. Anschließend erledigen unsere Spectre den Rest. Mit Shadows Zielsonden. Okay. Oh, das sieht ja mal Hammer aus. Stehlen Sie die... Was? Goldbahn? Naja, ich werde erstmal speichern. Und den noch einen speichern? Jawohl! Oh, das sieht aber geil aus, so schön mit den Suchscheinwerfern. Da ist eins. Ich würde gern wissen, wo hier das Dingens ist. Die Schwingen von Nord. Der Weg ist frei. So, fix mal hier durchlaufen. Feindliche Basis in Sicht. Ich hoffe mal, dass hier. Unterwegs. Steht noch. Ah, ja, ja, Artillerie. Hier geht's lang. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Okay, da muss man richtig aufpassen. Aber ich glaube, die Bunker sind nicht besetzt. Ansonsten hätten die schon auf uns geschossen. Unterwegs. Hier geht's lang. Komm. Feindliche Einheiten in Sicht. Unterwegs. Hier geht's lang. Ohne jede Spur. Alter. Feindliche Basis in Sicht. Hier geht's lang. Nein. Unterwegs. Böse. Der Weg ist frei. Lautlos. Böse. Leise. Das ist unser Weg. Abhauen. Ohne jede Spur. So. Das ist unser Weg. Und jetzt nochmal durchlaufen. Ohne jede Spur. Feindliche Einheiten in Sicht. Nein, der Weg zurück. Ist frei. Unterwegs. Weiter. Ich möchte das nämlich stealth-mäßig machen. Leise. Das ist unser Weg. Fickt euch. Hier geht's lang. Feindliche Basis in Sicht. Das ist unser Weg. Dann geht's hier rüber. Sollte auch kein Ding sein. Lautlos. Das ist unser ransetzen. Weg. Hier geht's lang. Lauf. Ein Moment, gleich. So, da bin ich wieder. Weiter geht's. So, ein bisschen längeren. Shadow-Team bereit. Warten oder Unterbrechung oder wie auch immer. Nein. Ohne jede Spur. Lautlos. Unterwegs. Lautlos. Ihr bekommt das schon hin. Hoffentlich muss ich den ganzen Kram jetzt nicht noch. Feindliche Basis in Sicht. Der Weg ist frei. Das ist unser Weg. Leise. Ja, wo jetzt hin? Das ist unser Weg. Der Weg dahin. Wo ist denn der Aufgang? Da. Leise. Alter, ihr Idioten. Ihr solltet die doch nicht angreifen, Mann. Der Weg ist frei. Also heißt's hier runter. Jo. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit wird angegriffen. Oder da einfach rüber. Der Weg ist frei. Gut. Feindliche Basis in Sicht. Lautlos. Nicht durch ein Tiberium, ihr Deppen. Leise. Unterwegs. Lautlos. So. Einsatzziel erreicht. Der Weg ist frei. Lautlos. Und jetzt. Hier geht's lang. Leise. Alter. Instant mal alles weg. Und jetzt? Der Weg ist frei. Lautlos. Der Weg ist frei. Ja. Okay. Ohne jede Spur. Oh. Feindliche Einheiten in Sicht. Der, wie geil.
Verstärkungen sind eingetroffen. Feindliche Basis in Sicht. Empfange Nachricht. Zerstören Sie mit der Kommandozentrale die Verbindung des Finanzministeriums zum Ionenkanonennetzwerk der GDI. Okay, das sollte eigentlich nicht so schwer sein. Speichern! Jo, jups. Aktualisiert. Das sollte eigentlich nicht so schwer sein. Sind die... Das ist unser Weg. Ja, gut. Entschlossen. Der Weg ist frei. Dann denke ich mal, sollte es eigentlich nicht so schwer sein. Lautlos. Weil jetzt möchte ich dann nämlich erstmal mit unserem Shadow-Team hinfliegen. Ach, die patrouillieren da wie die bescheuert. Einheiten in Sicht. Ohne jede Spur. Hier geht's lang. So. Einheit wird angegriffen. Wie denn? Wo denn? Was denn? So. Ich hoffe mal, die sind echt. Ja, sind außer Betrieb. Unterwegs. Gut, gut, gut. Ohne jede Spur. Leise. Schön am Rand erstmal. Unterwegs. Fliegt man nach da? Feindliche Basis. Das ist unser Weg. Ja, feindliche Basis, bla bla. Verdammt. Feindliche Einheiten in Sicht. Ja, gut. Aufpassen. Tarnkappensender bereit. Zwei. Sie werden alle untergehen. Ich habe euch nicht als eins markiert. In Bereitschaft. Ich dachte, das hätte ich gemacht. Sie haben ja keine Ahnung. Gut, dann fahren wir da jetzt mal hin. Das Gute ist natürlich, dass wir jetzt schöne Stealth-Einheiten haben. Leute vor. Schön weiterfahren. In Sicht. Einheiten ja, gut. Dahin. Fahre in Position. Und weiterfahren natürlich. Hoffe ich mal, dass wir jetzt hier gut schnell durchkommen. Und das halt. Wenn wir das. Dieses Netzdingens. Also dieses Gebäude jetzt zerstören. Nicht, dass da nachher wieder so viel Energie da ist. Eieiei. Auf sie! What the fuck? Einheit wird angegriffen. Bombenlos! Greif mal das Netzdingens an. Löschen sie aus! Feindliche Basis in Sicht. Alter, das ist ja eine geile Kombi. Definitiv. Feindliche Einheiten. Sag mal den an. Jetzt! Schnell, oh. Alter, das ist eine hammergeile Kombi, die Spectre. Und dann diese. Einheit verloren. Die Stealth Panzer, oh, ja. Richtig geil. Pam, pam, pam. Jetzt. Oh, wie viel die aber auch abziehen. Alter. Geht einen nicht auf so viele Nerven hier, ne? Jetzt. Hau mal raus. Ionenkanonennetzwerk offline. Einsatzziel erreicht. Feindliche Basis in Sicht. Egal, ich zerstöre die hier noch. Das Finanzministerium der GDI ist ungeschützt. Zerstören Sie es. Wo sind die denn jetzt schon hier? Am anderen Arsch der Welt? Ja. Einheit befördert. Bringen wir es hinter uns. Macht sie fertig. So. Haut mal den noch kaputt. Wir warten dort. Hopp, mal mit. Geleitet zum Ziel. Alter, aber wie geil! Alter, das ist ja voll die Übermacht. Haut mal erstmal da drauf. Aufpassen. Nein, ihr nicht. Fahre in Position. Bereit. Wer ist denn jetzt was? Drei? Alter. Wird angegriffen. Bam. Kaputt. Mich sieht niemand kommen. So, mal gucken. Wie weit müsst ihr ran? Ich hoffe mal nicht allzu weit. Ganz leise. Feindliche Einheiten in Sicht. Von der was für eine Entfernung. Die einfach nur so eine Raketen abballern können. Das ist geil. Jo, die Not ist mit dem Addon so stark geworden, Mann. Das ist hammer krass. Bam, bam. Geile Scheiße. Niemand sieht. Kommt mal ein bisschen zurück. Vorsicht. Ihr schwebt da noch. Ja. Man will ja keine unnötigen Verluste haben, ne?
Darum lasse ich die auch einfach da, einfach so umhergleiten. Sollen sie ihren Spaß haben. Ja, und da im Kreis fliegen. Die haben hier ihren Spaß, den sollen sie auch haben. Vor allem die Spectre. Bombenlos. Feindliche Einheiten in Sicht. Die extrem stark sind. Zwei. Überfallt sie. Bevor er auf die Gedanken kommt, uns noch nichts anzugreifen, hauen wir den weg. Halt, hier. Einsatzziel erreicht. Ja. Sicher ist sicher. Basis in Sicht. Initialisiere Video. Ah, okay. Video Ablink. Im Namen des Propheten herzlichen Glückwunsch. Du bist erheblich fähiger als vermutet. Oh, das war's schon. Mission. Oh, die war ja einfach. Diese Mission war ja so simpel, ja, mein Gott. Ey, hat ja nicht lang gedauert. 8 Minuten mal gerade, ja super. Weiter. Gut, der habe komplett. Stehlen Sie die Goldbahn. Hä? Es wurde noch nie mal ein Bonus hier angezeigt. Sie dachten, wir wären geschlagen. Sie dachten, ich wäre tot. Also wurden sie leichtsinnig und wir konnten der Bestie den Kopf abschlagen. Die GDI ist nach wie vor gefährlich und versucht anzugreifen, trotz ihres Rückschlags. Also werde ich unsere Truppen an der Ostküste abziehen. Wir ziehen uns zurück, Eure Eminenz? Nein, aber in ihrer Arroganz werden sie genau das denken, dass wir Angst haben, dass wir fliehen. Während die GDI ihren Sieg feiert, sammeln wir unsere Truppen und bereiten uns vor auf die schwierigste und gefährlichste Phase unserer Operation. Wir sind dabei, eine Intelligenz zu erschließen, die alle Grenzen des Vorstellbaren sprengt. Es wird Zeit, dass wir uns dem Himmel zuwenden. Unsere Gäste werden bald hier sein. Archivdatei-Suchmodus. Globale Suche nach Computer-Assisted Biologically Augmented Lifeform. Kabal. Okay. Der Doktor verschwindet. Dr. Alphonse Giraud. Oder Giraud, denke ich mal, wird das heißen. Der führende Theorium-Experte der GDI wird langsam zum Problem. Er muss verschwinden, bevor er diesem Idioten Boyle die Augen öffnet und Kens Plan für gefährdet. Giraud's Labor befindet sich in der blauen Zone Nummer 8 auf dem Gelände desselben chilenischen Raumhafens, der für die Versorgung und Wartung der Philadelphia verantwortlich war. Der Prophet will Giraud lebend. Er ist überzeugt, dass wir den guten Doktor für unsere Sache gewinnen können. Enttäuschen Sie ihn also nicht. Nö. What the fuck? Schlachter. Die Flüssig-Tiberium-Forschung von Dr. Giraud behindert in zunehmendem Maße Kanes Pläne. Der Prophet bittet dich um die Gefangennahme des Doktors. Vielleicht mit entsprechender Motivation stellt er seine Fähigkeiten in den Dienst des Propheten. Empfangene Nachricht. Legion, Kane hat die Gefangennahme von Dr. Giraud angeordnet. Sichern Sie sein Labor. Jawohl, wird gemacht. Neue Bauoptionen. Neue Bauoptionen. Neues Bonusziel. Kann ich damit irgendwo angreifen? Ja, schade. Ja, das werden wir aber ja trotzdem erst beim nächsten Mal machen. Ich werde hier speichern. Jawohl. Und wie wird Dr. Giraud gefangen nehmen und wie es weitergeht? Das seht ihr ja beim nächsten Mal. Wir haben jetzt, denke ich mal, Mission Nummer 7 oder so. Oder? Weiß ich nicht. 2 Missionen hatten wir noch. 2 haben wir gespielt. Ja. Nummer 7 oder so. Also, 11. wäre schon fast geschafft. Und denke mal, so viele Parts werden wir hier nicht für gebrauchen. Und danach wird es dann weitergehen mit, weiß ich noch nicht. Aber da das Let's Play noch lange nicht vorbei ist,
Und wir noch eine Menge Spaß haben werden an der Not-Kampagne bzw. an der Rache von Kane. Und wie es weitergeht, das sehen wir dann bei der nächsten Aufnahme-Session. Ich bin Alemach 1993. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr es ja, wenn ihr wollt, liken, kommentieren, also ein bisschen Kritik oder generell einfach mal kommentieren. Und wenn euch alles drumherum auch gefällt, dann könnt ihr auch ein Abo dalassen oder halt ein Abo dalassen, wenn ihr keine weitere Folge von meinen Projekten bzw. von Command & Conquer beispielsweise verpassen wollt. Es ist, wie gesagt, alles kostenlos. Und ja, ich bin dann mal raus. Ich bin Alemach 1990. Ciao, Leute.